Liebe Freunde der Freiheit, wie ihr leider schon gesehen habt, mussten Arne Schmidt und Björn Banane ihr Konzert in Dresden heute Abend leider absagen, weil der Staatsschutz bzw. die Stasi, muss man ja eigentlich sagen, und die Behörden hier massiv Druck aufgebaut haben auf die Inhaber der Örtlichkeiten. Sie haben also mit der hermetischen Abriegelung ganzer Ortschaften gedroht, mit der Stilllegung, mit dem Entzug von Lizenzen. Das sind in der Tat Stasi-ähnliche Methoden, mit denen hier gearbeitet wird. Und ich werde im Nachgang dieses Videos auch gleich noch ein Video des Ministers für Staatssicherheit, des Verfassungsschutzpräsidenten Haldewang nachschieben, das euch verdeutlicht, mit welchen Mitteln hier gearbeitet wird. Also die DDR war wirklich ein Witz dagegen. Es ist Wahnsinn. Das zeigt auch, dass das Corona-Regime nur der Anfang war und es hier weitergeht. Ich werde dann anschließend heute auch noch ein Video einstellen von einem Gesetzentwurf zur weiteren Beschränkung der Versammlungsfreiheit. Das zeigt alles, wie gesagt, dass das Corona-Schirm nur der Anfang war und hier weiter ganz straff die Agenda durchgesetzt wird und die freiheitlich-demokratische Grundordnung immer weiter ausgehöhlt wird. Deswegen bitte ich euch auch, in solchen schweren Momenten zusammenzuhalten. Unterstützt heute Arne Schmidt und Björn Banane bei ihrer Demo auf dem Neumarkt am Martin-Luther-Denkmal. Die Demo wurde verlängert bis 18 Uhr. Das heißt, auch hoffentlich diejenigen, die noch heute arbeiten gehen müssen, werden die Zeit haben, dort auf den Neumarkt zu gehen und die beiden nicht nur seelisch und moralisch zu unterstützen. Darum bitte ich euch inständig, in solchen schweren Momenten ist es wichtig, dass wir zusammenhalten und uns nicht auseinandertreiben lassen. Vielen Dank. Okay.